Diese Welt wird, wie ihr wisst, schon bald in eine neue Schöpfung umgewandelt werden. 3. März 2013, 15.30 Uhr. Dringender Ruf von Gottvater an die Menschheit. Mein Erbe, mein Volk, Friede sei mit euch. Diese Welt wird, wie ihr wisst, schon bald in eine neue Schöpfung umgewandelt werden. Alles wird sich von einem Augenblick auf den anderen ändern, nichts wird bleiben, wie es ist. Alles wird erneuert und neu geschaffen durch meinen göttlichen Willen und meine Barmherzigkeit. In meiner neuen Schöpfung werdet ihr neue Geschöpfe sein, ihr werdet geistige Wesen sein und mit Gott und für Gott leben. Ihr werdet nicht altern, da ihr nicht der Zeit unterworfen sein werdet, sondern dem Willen Gottes, der Liebe, Leben und Fülle ist. Mein himmlisches Jerusalem ist das Paradies, das ich für meine Kinder reserviert habe, die mir treu bleiben in der Prüfung der Läuterung. In meinen neuen Himmeln und in meiner neuen Erde wird die Herrlichkeit Gottes mit euch sein. Meine Kinder, entdeckt die geistliche Welt, wo alles möglich ist. Alles werde ich euch geben, wenn ihr nur daran denkt. Ihr werdet nicht Sklaven des Fleisches sein, denn der Geist wird über die Materie herrschen. Ihr werdet geistliche Wesen in einer geistlichen Welt sein. Mein Heiliger Geist wird in Gemeinschaft mit euch und mit der Schöpfung sein und ein einziges Dasein der Liebe, der Freude und der Harmonie bilden. Meine Kinder, mein Erbe, ich sage dies alles, damit ihr es in eurem Herzen bedenkt und damit es euch morgen Stärkung und Hoffnung gibt in den schwierigen Momenten, die kommen werden. Dieses Versprechen des Lebens wird euch helfen, Vertrauen zu Gott zu fassen, und euch ermutigen, weiterzugehen in den Tagen der Reinigung, die euch bevorstehen. Bereitet euch also, meine Kinder, denn mein Erwecken eures Gewissens kann jeden Augenblick geschehen. Bleibt betend und wachend, so dass, wenn ihr in die Gegenwart Gottes kommt, eure Lampen erleuchtet sind und ihr gerechtfertigt werden könnt. Viele Seelen werden nicht in diese Welt zurückkehren können und werden verloren gehen, da sie nicht vorbereitet sind. Viele werden den Schritt in die Ewigkeit nicht aushalten. Deshalb, meine Kinder, bitte ich euch, dass ihr euch geistlich vorbereitet. Zerreißt eure Herzen, tut Buße und sündigt nicht mehr, legt euren Eigensinn ab. Nehmt dieses große Ereignis, das euer Leben verändern wird, ernst und verantwortungsvoll. Die Warnung wird euch dem Reich Gottes näher bringen oder euch davon entfernen. Entscheidet euch sofort, denn die Zeit läuft ab. Die Posaunen meiner göttlichen Gerechtigkeit erschallen neuerlich und kündigen das Kommen meiner Warnung und den Beginn der großen Bedrängnis an. Seid aufmerksam auf die Zeichen des Himmels, denn eure Augen werden geistige und kosmische Phänomene sehen, die nie zuvor gesehen wurden. Es nähern sich die Tage des Reiches Gottes. Freut euch und jubelt im Herrn, denn er kommt, um alle Nationen mit Gerechtigkeit zu regieren. Bleibt in meinem Frieden, mein Volk, meine Schöpfung. Euer Vater, Jahwe, Herr der Nationen. Macht meine Botschaften bis zu allen Enden der Erde bekannt,